Hoip mit der Zweite! Das ist alles geschminkt, weisst du? Oder die haben da Puder an da hinten, oder? Weil sonst sehe ich natürlich nicht so geschleckert aus. ich wollte jetzt heute Abend. Ist die Kamera? He? Das ist gut, ja. Heute Abend wollen wir auch gute Gespräche miteinander führen und so. Und darum habe ich jetzt meinen ersten Gast da und das freut mich schaurig. Und ich sage von da, hoi Uriella! Also, Sie sind wie Martina Hingis vom Rosskate, oder? Ja, präzise auf den Kopf. Aha, und dann hat es angefangen. Und dann hat es angefangen, ja. Und jetzt sind Sie ja das Sprachrohr Gottes, oder? Ja, aha. Er hat mich zu dem ernannt. Ja, haben Sie das Rohr bei sich, oder? Ah, da steht. Sie machen ja da so Wasser, oder? Habe ich gehört sagen, mit das Atriumwasser. Ich tue nur quirlen. Aha. Das Wasser macht schon unsere wunderbare Schöpfe. Ja, wie macht man das genau dann, das Wasser? Also, wie quirlen Sie? Ja, auf den Knien und die rechte Hand erhebe ich, damit der Strom Gottes durch mich hindurchfließen kann in das Wasser. Also der Strom für den Mixer, oder? wie ist es mit der Konkurrenz? Also haben Sie da Kontakt so zum Hase und so? Also hocken ihr da etwa zusammen und saufen da so? Wir saufen nur Atomwasser. Der Hase auch? Ja, seit wann? Oh, eben, was verhalten Sie denn vom Bischof Haas? Ja, dass er eben auch sehr gern trinkt, nur nicht darum. Ah, ein Süffel, hä? Ja, die Alkis sind überall, oder? Ja, wissen Sie das genau, dass er sauft? Das sehe ich ihm an. Ah, ja, also durch die Aura. Oder so eine? Ja, unter anderem. Aha. Ja. Aha. Ja, das ist energetisch. Feld, das der Mensch umgibt. Ja. Und das ist ein wunderbares Wahrzeichen für alles. Aha, so läuft das. Ja. So läuft der Hase. Ja. Sie sind ja aus Wallisellen, oder? Ja. Wieso nennen Sie sich nicht Wallisella? Der Name Uriella kommt von Gott. Aha, ja. Und Nutella kommt auch von Gott. Stefanie, du willst ja Sängerin werden, Rocksängerin. Ja, genau. Also wenn auf die ganz harte Tour Lederjacke und also wirklich voll. The answer, my friend, is blow, oh, 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 oh. So, in etwa genau so, ja. Sie, Uriella, Sie sind ja früher im früheren Leben Maria Magdalena gsi, da haben Sie viel mit dem Jesus persönlich zu tun gehabt. So ist es, der meine grosse Liebe. Ja, meine auch. Wir haben ja eine ähnliche Frisur, oder? Wie ist das eigentlich? Sie haben ja mal gesagt, wir werden noch vom Hitler seinen UFOs geholt. Ist das gerade nächstens, oder? Es gibt verschiedene Arten von Flugraumkörper. Aha. Ja, sogenannte UFOs. Ja. Solche, die eben aus der Antarktis nach Europa geschickt werden. Ja, ist dann der Hitler schon auch dort, in der Antarktis? Nein, der lebt nicht mehr. Oh, nein, eben, der ist am Jenseits. Ja. Und der ist nicht einmal im Vorhof, hä? Ja. Von der Hölle. Er ist auf dem Mond. Ist er, ja. Und muss immer mit ganz schweren Ketten um seine Fußgelenke herum laufen. Das geschieht dem recht. Den lassen wir dort, oder? Ja. Und die UFOs, also fahren Sie die selber? Haben Sie da den Brief oder so? Ja. Und dann gibt es aber noch die Kugeln. Ja. Die dann auf die Erde geschickt werden, wenn die Reinigungsphase eben eingeleitet wird. Ja, da kommt Putzekippe. Das
Vielleicht kommen sie auch mit dem Snowboard, gell? Entschuldigung. Jetzt hat sie sich noch beklackert. Kannst du mir schnell abputzen? Da? Wunderbar. Ich bin nicht heikel. Ich muss sowieso schnell, dass ich mir gerade ein Zeichen gegeben da über, weil da wartet eben noch ein, hat auch noch ein gutes Gespräch da hinten, oder? Es ist da der Herr Stoller-Bannwart, der da. Und er ist Irak-Experte, hä? Gehört Sie, Herr Stoller? Stolte, Generat. Ja. Guten Abend, Herr Hinz. Ja, Sie haben mir da eine Frage aufgeschrieben, aber ich finde den Zettel gerade nicht mit dem Irak. Richtig, Herr Hinz. Ich bin sehr froh, dass Sie mir die Frage stellen. Ja. Das erneute Aufbrechen von dem Konfliktpotenzial basiert natürlich einerseits auf der Wahrung von der vitalen Erdölinteressen von der USA, zweck Stabilisierung von der israelischen Regionalhegemonie. So gut! Andererseits sieht sich der Saddam Hussein natürlich als Integrationsfigur von einer postkolonialen panarabischen Identitätsfindung. Das stimmt nicht. Wie bitte? Die sunnitisch-patriarchalische Gesellschaftsstruktur zwischen Tigris und Euphrat ist schon während der mesopotamischen Hochkultur eindeutig monotheistisch fixiert gewesen. Nein, da bin ich jetzt nicht ganz genau informiert. Jedenfalls, der schwarze Afghan fährt mehr als der Rot-Libanese. Wie auch immer. Allerdings, Kurdenpolitik von Saddam Hussein. Ja, den kann ich gut. Der hat früher an der Langstrasse Shit verkauft. Herr Hinz, es war eigentlich Dreh vom Gespräch zwischen zwei Irak-Experten. Ja, wieso verstehst du nichts von Shit, oder was? Herr Hinz, wir haben mit der Redaktion abgemacht, dass Sie mir jetzt folgende Frage stellen. Wie beurteilen Sie, Herr Stolte-Benrath, als legendärer Irak-Experte, die zukünftige Entwicklung im Golf? Ja, das wollte ich stellen, aber ich finde den Zettel nicht da, oder? Das muss ich mir nicht bieten lassen, Herr Hinz. Ich führe da seit Jahren mit dem hochgebildeten Herrn Giacobbo sehr viel beachtete Diskurse über relevante Themen der Zeit. Und entweder laufe ich jetzt aus oder Sie stellen mir eine wichtige Frage. Hast du mir 2 Stutz? Sie sind das. Sie sind das Parasitär. Sie sind nichts anderes als ein parasitäres Subjekt, ein Polytoxikomans. So gut, du. Aber ich muss jetzt gehen, weil das Tram wartet. Ja, Moment. Und, ich gehe jetzt. Noch einen schönen Tag, gell? Moment, Sie können doch als Moderator nicht einfach aus der Sendung laufen. Wissen Sie, Herr Stoller, Sie sind einfach ein Pfütli-Bürger, oder?